Junge, wie gelangen wir zurück zur Hexe? Erst müssen wir ein Boot finden. Also, Junge, wie geht es nun weiter zum Haus der Hexe? Da lang, hinter die große Torstatue. Ich wünschte, Mutter könnte bei uns sein. Sie konnte kämpfen, stimmt's? Ja, sie kämpfte. Wundervoll. Das Wasser ist gesunken. Es ist die Schlange aufgetaucht. Klar, das wusste ich. Sehr mächtig. Aber glaubst du, sie kann einen Kopf zum Leben erwecken? Ich glaube, sie versteht ihr Handwerk. Und wir haben nichts zu verlieren. Wenn sie den Kopf nicht erwecken kann, können wir ihn dann behalten? Nein. Aber du kannst ihn an die Fische verfüttern. Klingt gut. Auch die Weltenruhe. Sollen wir in die Feuerwelt reisen? Huh!
weiß nicht, was wir hier noch wollen. Das war gut, oder? Besser. Hier, Junge. Hey, noch eine Schatz. Verschlossen mit Magie. Von diesen Sandschalen, in die ich die Runen gemalt habe. Weiß nur nicht, wie wir sie erreichen können. Da oben ist etwas. Thank you.
Also, das ist viel zu weit zum Springen. Das wird lustig. Ich bin fast da. Es ist eine. Es ist noch eine von diesen Sandschalen. Auf der Seite von dieser hier stehen andere Runen. Was bedeuten sie? Noch ein Rätsel. Füttere mich nicht, ist's dein Ende auch. Gib mir zu viel, bleibt nichts als Rauch. Vielleicht ist die Antwort wieder in der Nähe zu finden. Jetzt kann ich sehen. Da steht Feuer. Na klar. Wow. Kehrt um, Asen. Die Götter sind hier wohl nicht willkommen. Da! Ich hoffe, er kennt uns noch. Hier, Junge. Gut zu wissen. Wie geht es dir, Chauli? Ist die Hexe hier? Was ist das für ein Name? Er hat gesagt, dass er so heißt. So klang es in meinem Kopf. Chauli. Direkt hinter dir! Glaube, reicht nicht! Das wäre ein Glauben weniger! Das lesen. Jawohl. Seid ihr Niedings über jeden Eindringling.
Lies es. Ja, Vater! Tod dem Rabengott, Fürst der Gehängten. Eine dieser Sandschalen. Was steht da? Falke, Habicht und Fasan schwimmen im luftigen Ozean. Diese Runen auf dem Stein. Da steht überhaupt nichts. Es ist Unsinn. Soll ich vorlesen? Diese Runen auf dem Stein. Da steht überhaupt nichts. Es ist Unsinn. Vater, sie ist hier. Es ist so schön, dich wiederzusehen. Ich wusste, du bist nicht tot. Hallo. Oh, kannst du einen Kopf wieder erwecken? Ich weiß nicht, ob ich verstehe, was... Halt. Woher hast du die? Die Pfeile. Gib sie mir her. Sofort. Sie waren ein Geschenk. Tu, was sie sagt, Junge. Diese Pfeile sind gefährlich. Böse. Findest du mehr davon, zerstöre sie. Verstanden? Hast du das verstanden? Sag es! Hab's verstanden. Wenn ich sie sehe, zerstöre ich sie. Mehr will ich gar nicht. Vergib mir. Bitte, nimm stattdessen meine Pfeile. Ich brauche sie nicht länger. So. Wie war das mit dem Kopf? Weißt du überhaupt, wer das ist? Hast du ihn getötet? Auf seine Bitte. Er sagte, du kannst ihn beleben. Ich? Habt ihr das richtig verstanden? Bitte. Bring ihn zu dem Tisch. Hey, Milly. Ich habe die alte Magie schon lange nicht mehr praktiziert. Halt ihn still. Schauen wir mal. Zum Glück ist sein Kopf nicht sehr verfault und sein Hirn intakt. Schöner glatter Schnitt. Gerade seinen Kopf abzuschneiden. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Tauche jetzt seinen Kopf ins Wasser und lass nicht los. Tu es. Das genügt. Es hat geklappt. Lass mal sehen. Mimir, bist du da? Ja. Gut. Hallo, Freya. Eine Weile her. Siehst gut aus. Ich habe das nur für sie getan. Mir persönlich gefällst du tot wesentlich besser. Ich würde mich verbeugen, Majestät. Vergib mir. Aber hätte ich gewusst, dass die Hexe aus dem Wald Freya ist, hätte ich das nicht vorgeschlagen. Freya? Die Göttin Freya? Ihr wusst es auch nicht? Tut mir leid. Wird bekannt, dass Mimir frei ist, lässt Odins Zorn nicht lang auf sich warten. Du bist eine Göttin. Einst Anführerin der Vanen, ja. Aber nicht mehr. Hättest du mir das nicht sagen sollen? Möchtest du mir wirklich einen Vortrag darüber halten? Wir gehen, Junge. Aber... Jetzt! Gern geschehen! Was sollte das denn? Wir können dir nicht trauen. Weil sie eine Göttin ist? Habe ich dir nichts beigebracht, Junge.
aber sie hat uns sehr geholfen. Sie hat gelogen. Manche Leute schützen ihre Privatsphäre. Urteile besser nicht darüber. Wenn ich deinen Rat brauche, Kopf, frage ich dich. Auch gut. Bringt mich zu Tyrs Tempel im See der Neuen und ich bringe euch wie versprochen nach Jötunheim. Wir kennen den Tempel. Was ist dort? Nur der letzte lebende Riese in Midgard. Wer könnte uns besser den Weg sagen? Die Weltenschlange? Weißt du, wie man mit ihr reden kann? Jawohl, die Schlange spricht eine vergessene Sprache. Viel älter noch als diese Berge. Niemand in Midgard kann sie mehr sprechen. Außer mir. Wirklich? Es stimmt, man sieht es der Schlange vielleicht nicht an, aber mit Jörmungandr lassen sich tolle Unterhaltungen führen.